Remscheid los? Sind Sie dann auch mit dabei? Ich werde auf jeden Fall mal vorbeiruschen. Ich werde mal gucken und schauen, wie die Proben laufen. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann in der Wagenhalle klingt. Es wird dann nachher auf jeden Fall noch weitergehen. Also Remscheid ist eine Station und dann geht es natürlich auch Richtung Wittenberg, Richtung Oktober, wenn eben das Datum ist, 31. Oktober. Was passiert dann damit? Wird das dann eingestampft und das war's dann? Erst einmal haben wir natürlich nach Remscheid noch einen riesen Abschluss in Berlin, in der großen Arena, das vom ZDF auch live übertragen wird. Und dann geht es nach Amerika, was natürlich Michael Kunze und mich sehr freut, dass es dann in englischer Sprache dort stattfinden wird. Das Wichtige ist aber, allein im nächsten Jahr werden schon 50 kleinere Konzerte mit kleinen Chören, mit kleinen eigenen Darstellern und Bands stattfinden, irgendwo am flachen Land. Dieter Falk, Musikproduzent, das mit dem ZDF haben wir jetzt überhört, heute Abend bei uns zu Gast. Dankeschön für den Besuch. Sehr gerne.